Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir basteln wieder zusammen und zwar befinden wir uns ja in der Bastelideen-Challenge. Ja, keine Ahnung, bei welcher Nummer wir derzeit sind. Seht ihr oben in der Überschrift. Und ja, was habe ich heute vor? Eine Karte. Ich habe ja auch so eingekauft, dass ich viele Karten gestalten kann. Und heute benötigen wir das Washi Tape einmal. Diesmal habe ich mir dieses ausgesucht. Von Folia den Klebestick. Ich werde aber wahrscheinlich auch doppelseitiges Klebeband verwenden. Dann habe ich einmal hier die Prats and Ribbons. Hier brauche ich nur die Prats bzw. Musterklammern, weil viele auch manchmal nicht wissen, was das ist. Das ja, ist aus meinem Bastelbestand. Das brauche ich einfach, weil ich das Washi Tape damit, ja, da soll Washi Tape drauf. Dann habe ich mir einmal die ein Wort Happy herausgesucht mit Holzbuchstaben. Das sind halt so Sachen, die ich dann von mir nehme, weil ja, sonst wäre das ja alles zu viel geworden. So, dann haben wir hier den Kartenrolling. Die sind auch schon fast aufgebraucht. Da werde ich auch bald an meinen eigenen Bestand müssen, denke ich mal. Und zwar sind das hier diese Doppelkarten. So, dann habe ich mir dieses Papier ausgesucht. Und zwar werde ich aber diese Seite verwenden. Ich brauche diese Seite und dann würde ich sagen, wir starten. So, wenn ich weiß, was das für Papiere sind, das sind Designpapiere aus der Rubrik Blumen und zwar die 05. So, diesmal ist es so, dass ich Querformat benötige. Also quer haben wir hier, ja, ich sag mal ca. 15 und runterwärts haben wir 10,5. Also nehme ich jetzt 14 mal 9,5. Schneide ich mir jetzt dieses Papier zurecht. Wenn ich das gemacht habe, benötige ich zum einen mein Washi Tape und zum anderen meinen normalen Cardstock. Die kann erstmal beiseite oder noch nicht ganz. Die müssen wir nämlich noch mal kurz messen. Und jetzt messen wir den Innenraum. Das ist jetzt 14 und jetzt denke ich mir einen kleinen Rand, einen halben und halben. Das heißt 13. 13. Ich möchte mir jetzt so große Tags erstellen. Ich mache 5 Stück a 2,5 cm. Dafür nehme ich jetzt hier meinen Cardstock und trenne mir erstmal 2,5 cm ab. Und zwar mache ich das Ganze dann 5-mal. So, wenn ich das gemacht habe, schneide ich die mir zurecht. Die müssen jetzt nicht so akkurat sein, das kann ich aber nachher dann noch richtig, ja, richtig machen. Ich kürze das Ganze aber jetzt schon mal auf 8 cm. Also die Stücken mache ich auf eine Länge von 8 cm. So, die restlichen Stücken, die ich jetzt hier liegen habe, waren das jetzt 8 cm? Ne, das sind 7 cm. Die kann ich mir aber aufheben für eine weitere Karte. Werde ich dann, denke ich mal, in einem anderen Video dann hier auch verarbeiten. So, jetzt habe ich das. Jetzt ist es meine Aufgabe, die mit dem Washi-Tape zu bekleben. Wie ihr das nun macht, ist egal. Also ich würde auf alle Fälle, weil ich es jetzt einmal habe, werde ich alle 4 Washi-Tapes verwenden und eins mache ich dann halt doppelt. So, wenn ihr das gemacht habt, machen wir einen Tag sozusagen draußen. Ihr sucht euch jetzt die Seite aus, die nicht so ganz am schönsten aussieht von eurem ein Stück. Und jetzt könntet ihr das per Gefühl schneiden oder ihr macht es halt richtig akkurat, indem ihr, ich sage jetzt mal,
einen Zentimeter hier reingeht. Ich nehme jetzt die Hälfte von meinem Tag. Da gehe ich einen Zentimeter rein. Schneide das hier einmal durch. Ach, das seht ihr gar nicht. Ha, die Katrin wieder. So, also, ihr legt euch das hier an die Schneidematte. Das geht immer noch am besten. Jetzt sucht ihr euch ungefähr die Hälfte von eurem Tag. Unten schneidet hier einen Zentimeter rein. So. Und jetzt geht ihr von dem eingeschnittenen einmal zu dieser Ecke und schneidet euch das runter. Und dann geht ihr zur anderen Ecke. Das kann man natürlich auch mit der Schere machen. Nochmal korrigieren. Und das muss jetzt nicht unbedingt gleich groß sein bei allen Stücken, die ihr habt. Ihr könnt jetzt natürlich das andere 1,5 cm hochgehen, damit die so ein bisschen unterschiedlich dann aussehen. Könnt ihr machen, wie ihr möchtet, oder eben ja alles ganz akkurat. Wenn das fertig ist, klebt ihr eure kleinen Wimpelchen oder Tags, wie auch immer ihr sie nennen möchtet, auf das Blatt Papier. Das machen wir mit ganz normalen Klebestift oder doppelseitigen Klebeband, könnte man auch nehmen. So, wenn das erledigt ist, kommen die Buchstaben zum Einsatz. Und zwar das Happy. So, man kann sich überlegen, nimmt man für jeden Tag einen Buchstaben oder macht man sich das so mittig? Ich habe mir das jetzt so überlegt, dass ich mir das so pro Tag einen Buchstaben mache. Und die Buchstaben bringe ich jetzt aber mit. Jetzt muss ich überlegen, was nehme ich? Ja, die mache ich ein bisschen hochversetzt und zwar mit den Klebepads bzw. Klebepunkten. So, es geht weiter. Ich habe mir hier ein Stück Papier ausgeschnitten und zwar von diesem Papier. Also ich habe nicht das genommen, sondern die Rückseite. Einfach, dass es so ein bisschen glitzert und so ein paar Sterne da sind. Habe es so zurechtgeschnitten, dass ich das hier unten drunter machen kann. Man könnte es auch hierhin machen, aber ich finde, hier sieht es schöner aus. Und ich habe mir dann die Rubbellänge dazu genommen, die Geburtstagsvariante. Und da werde ich jetzt alles Gute zum Geburtstag ausschneiden, weil Happy Birthday hätte ich am liebsten gehabt, gibt es hier nicht. Es gibt nur das ganz große Birthday und das passt dann aber nicht, finde ich. Also ich wollte gern dieses längliche haben. Jetzt lege ich mir das hier drauf, wo ich das hinhaben möchte. Ich möchte das gerne vorne haben. So. Drücke das fest. Und jetzt ruppe ich hier schön mit dem kleinen Eisstiel, sage ich mal, der war auch in der Packung dabei, hier schön drüber. So, das habe ich mir nämlich fast gedacht, wo ich die Idee hatte. Durch dieses Riffelige konnte ich es leider nicht so ruppeln, wie ich es gerne hätte. Also ist das jetzt ein Fail. Da nehme ich mir ein neues Stück Papier. Und zwar nehme ich jetzt einfach hier dieses und schneide mir das genauso zurecht. So, ich habe mich jetzt für die Variante zum Geburtstag ganz viel Glück und auch dieses Papier hat leichte Struktur und da gibt es ein paar Problemchen. Also ich kann wirklich empfehlen, wenn man die Ruppelinge macht, glattes Papier zu nehmen, weil dann ist es wirklich ein Traum. Hier ärgert man sich dann wirklich nur. Also das ist der Tipp, den ich an dieser Stelle geben kann. So, jetzt habe ich mir hier hinten ein kleines Löchchen reingemacht. Ich habe mir hier diese Prats genommen und da habe ich mir dieses kleine ausgesucht. Das stecke ich jetzt hier einmal durch. So. Jetzt
jetzt mache ich das hinten, dass es fest bleibt. Einmal aufmachen. Jetzt schneide ich hier das ab, was zu viel ist. Und jetzt bringe ich mir das hier unten auf. Und zwar mit die Punkte, die wären jetzt zu klein. Wo habe ich sie denn, meine Punkte? Vor lauter Bastelsachen. Die, also jedenfalls, die ich hier benutzt habe, die wären zu klein. Und deswegen nehme ich dieses Foam Tape, das so ein bisschen erhöht ist, und bringe das dann hier schön auf. So, ihr Lieben, die Karte ist fertig. So sieht sie aus und mir gefällt sie richtig gut. Viele, die mich kennen, wissen, dass ich total auf dieses Glitzer und Glänzend und auf diese Farben total stehe. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, Tipp ist es wirklich, wenn ihr diese Rubbellinge nehmt und die sind wirklich was ganz Tolles, dann kein strukturiertes Papier, einfach nur ganz normal glatt und das dann halt in euer Projekt eingearbeitet. Also sehr, sehr schön. Mir gefällt sie richtig gut. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Und dann verabschiede ich mich für heute, wünsche euch einen tollen Tag und bis bald, eure Katrin. Tschüss!